Moin Leute und herzlich willkommen zu unserer nächsten Reaction auf das Video Mein Statement zum Revinzeit und den ganzen Beleidigungen zu Revinzeit, bla bla bla. Liken wir direkt schon mal und gehen direkt rein. Es ist nicht so lang, nur circa 3 Minuten. Ich bin gespannt, weil wir hatten ja keinen Revidis in dem letzten Hauptvideo und dazu haben wir ihn in den Outtakes gesehen. Bin ich mal gespannt, was Drew jetzt dazu zu sagen Hi, hat. heute mal ein sehr ernstes und ein sehr emotionales Video, deswegen Musik. Es geht um die ganzen Disses, die wir gegen Revi gemacht haben, die auch langsamer aufhören sollten, weil wie lange sollen wir diesen Joke noch ziehen? Deswegen wollten wir ausnahmsweise mal etwas anders machen und das habt ihr vielleicht auch schon im Outtake-Video gesehen, dass auf einmal da Revi war. Setz dich hin. John, auch ein Leidensgenosse, der mindestens genauso sehr verantwortlich. Aber mit den Revi-Disses würde ich erst gar nicht aufhören, Alter. Das ist viel zu krass. Immer so lustig. Ist für das, was passiert ist, und auch der lustigste Mensch, den ich kenne. Ja. Guckt ihn euch an. Ein Prachtexemplar an Humor. Also, ich erzähle jetzt gerade die Sache mit Rebi, by the way. Oh, ja. Also von mir aus könnte Im Revi gerne Outtake-Video, was immer gestern dissen. online gekommen ist, habt ihr ja Outtakes von Rebi gesehen. Und dann habt ihr euch vielleicht auch gefragt: Hä, aber Digga, wo war Rebi jetzt bei Keta Pan im Hauptvideo? Wo war er? Wo war er, John? John, wo war er? Nicht da. Die Sache ist die, Revi wollte unbedingt im letzten Märchen asozial mit dabei sein und selbst die Community hat sich's gewünscht. Und wir so, okay, let's do it. Das ist das große Finale, es ist der letzte Teil vom ersten Hauptvideo. Lass es machen, lass etwas anders machen. Unter der Bedingung, wir bleiben uns treu und machen dann trotzdem das. Wie oft wirst du dich noch bewegen, Digga? Während einer schlaflosen Nacht und vielen vollgeschriebenen Seiten nur mit der Motivation, einen Diss zu schreiben, der stärker ist, der Meta ist, der dem letzten Märchen in Azuza gerecht wird, kamen wir auf folgende Idee. Und zwar was? Revi als Wacker Elvis Presley. Und das, liebe Freunde, sind die Aufnahmen, die Ach, dabei Elvis entstanden sind. Presley soll wieder Ich habe sein. auf diesen Tag gewartet! Elvis Presley, der dann folgendes sagt: Der einzige Bastard bist du! Der einzige Bastard bist du! Bist du! Bist du! Revi auch einfach so lost. Love me tender. Love me tender. Bin ich der Einzige, der hier noch normal ist? Ich Einzige. Ja. Bin ich der Einzige, der hier noch normal ist? Das sieht nicht aus wie Elvis Presley. Das sieht aus wie so ein komischer amerikanischer Typ im Labor, der gerade von Elektroschock getroffen wurde, Alter. Und ihr merkt, Elvis Presley bei Peter Pan, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja übercringe. Und dann haben wir den auch nicht ins Hauptvideo geschnitten. Ach nee, das war ja der Diss. So gut. Haben die jetzt daraus noch was geschnitten? Hier ist dieser alte Windows-Hintergrund. Witzige Bastard. Bin ich! Sogar eben. Baby geht richtig ab. Ja, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Zu wild. Auf jeden Fall, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich gerne über ein Like und ein Abo freuen. Den Link zu den ganzen Videos findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao.